So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, ich habe wieder ein Battlefield 1 Video für euch. Wir spielen gerade auf Schatten des Giganten in Vorherrschaft und ich habe noch eine Waffe, die im They Shall Not Pass DLC dabei war, die ich euch noch nicht gezeigt habe, nämlich das Ribeye Rolls 1918 Werk. Und die gibt es eben im They Shall Not Pass DLC. Die kann man freischalten, indem man 50 Kills mit der Automatico M1918 Werk macht. Und dann muss man 20 Kopfschüsse mit der MP18 machen, Visier. Und die ist richtig cool. Ich denke, ich habe schon mal mit der gespielt in einem Gameplay, aber so richtig drüber geredet habe ich noch nicht. Und die Waffe ist wirklich super. Also so eine coole Sturmsoldatwaffe auf jeden Fall. Sie schießt schnell und sie hat halt auch das Coole an der Waffe ist, sie hat ein Zweibein dabei. Und das Zweibein hilft einem halt, wenn man eben in gewissen Situationen ist, wo man jetzt an einem Rand steht oder am Fenster, dann kann man eben die Waffe sofort aufstellen und damit eben viel präziser schießen. Und es geht dann schon richtig ab auf jeden Fall. Und gerade auf so Maps, wo es eben in Nahkampf, also auf den Nahkampf ankommt oder wo man eben so auf mittlere Distanz ist, ist die Waffe sehr, sehr gut zu spielen. Und ich habe mit der Waffe auf jeden Fall schon ordentlich viele Kills gemacht. Ich habe jetzt schon 500 Kills mit der. Und ich finde, sie ist schon sehr stark, aber sie ist jetzt nicht die stärkste Waffe beim Sturmsoldat. Der Sturmsoldat hat dann halt noch die MP18, also MP1918, die finde ich noch stärker. Aber die Ribeye Rolls ist auf jeden Fall eine sehr gute Waffe. Ich habe auch schon 7 Stunden Spielzeit mit der. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine coole Alternative zu der MP1918 Graben. Die kann man da wirklich gut nutzen und manchmal, wenn man halt in Bedrängnis ist, kann man mit der Waffe auf jeden Fall viel machen und Schaden austeilen. Jetzt hier sind wir gerade in diesem kleinen Häuschen drin und in dem Häuschen kann man sich gut verstecken, kommt natürlich immer drauf an, wie viele Gegner in der Nähe sind, die schmeißen dann oft Granaten hoch oder die schießen dann einfach das Dach weg. Da muss man natürlich drauf aufpassen. Aber die Waffe ist auch sehr so aus der Hüfte, kann man mit der auch mal ab und zu schießen. Also selbst da ist sie ziemlich gut. Und ihr seht jetzt hier, ich habe nicht erstmal nicht gezielt, dann habe ich kurz gezielt. Und ich dachte, da ist noch ein Gegner, weil ich jemanden gesehen habe, aber irgendwie ist da keiner mehr. Ich wurde dann geheilt, kann man sich natürlich bedanken dafür. Und ich mag die Map echt in Vorherrschaft, die ist ziemlich cool. Hier habe ich erstmal überhaupt nicht getroffen. Da ist auch noch mal einer gewesen, habe ich gedacht. Ja, da war auch einer. Ich habe den erstmal gar nicht gesehen. Und ja, da oben sind meistens Sniper, deswegen haue ich das. Oh, da war ja noch einer. Alles klar, der hat sich erstmal dahinter versteckt. Ja, ich haue immer die Dächer weg, denn die Sniper hocken da immer drin und machen alles kaputt. Also zumindest machen sie einem das Spiel kaputt, wenn sie einen abschießen. Und jetzt knall ich da drüben schnell weg, weil ich ja im Gegenüber im Haus gespawnt bin. Und ja, das sollte man manchmal schon machen. Es ist zwar nicht schlecht, wenn man selber Sniper spielt, dann kann man da hochgehen, aber man sollte es schon ab und zu mal wegballern, damit man selber eben ein bisschen geschützt ist, wenn die Sniper sich da raufhocken. Jetzt habe ich da gerade wieder einen gesehen, der krabbelt hier rum. Den hauen wir jetzt erstmal schön die Axt rein. Ne, die Schaufel sogar, genau. Ich brauche hier 50 Kills mit der Schaufel. Und ich habe normalerweise immer die Spitzaxt dabei, aber jetzt mache ich gerade die Aufträge für die neuen Nahkampfwaffen, die es im Spiel gibt. Und da muss ich jetzt 50 Kills mit der Schaufel machen. Und hier, ihr seht es ja auch, selbst auf mittlere Distanz kann man mit der Waffe sehr gut killen. Hier durch den Waggon durch. Dann immer schön durchrutschen durchs Gitter hier, durch den Zaun. Da haben wir auch schon den nächsten. Also mit der Waffe kann man wirklich gut aufräumen. Und das ist eine super, super Waffe. Also kann ich euch nur empfehlen, die mal freizuschalten. Die kann man so schnell freispielen, wenn man mit der Automatico spielt. Also Automatico ist ja sowieso verdammt gut, die Waffe. Und die Ribeye Rolls wird auf jeden Fall, denke ich, zu einer eurer Favoriten werden. Wenn ihr eh schon mit Stummsoldat gerne spielt, dann wird die Waffe euch auf jeden Fall gefallen, da bin ich mir sicher. Und sie hat zwar nur 25 Schuss, aber sie macht gut Schaden und deswegen kann man da eigentlich schnell die Gegner weghauen. Und dadurch, dass man das Zweibein hat, ist sie auch noch sehr vielseitig einsetzbar. Also das macht auf jeden Fall riesen Spaß, mit der zu spielen. Und ich habe vorher nicht so gern mit ihr gespielt, weil ich noch nicht so wusste, wie ich sie einsetzen muss. Aber mittlerweile komme ich mit ihr gut klar und habe so meinen Flow gefunden, wie ich mit ihr umgehen kann.
Und hier irgendwo hat sich einer versteckt. Ah, da unten. Oh, ich habe ihn erst noch nicht gesehen. Der ist irgendwie erst im Zug gewesen und dann war er unten. Also war ganz seltsam. Und da habe ich Gott sei Dank den Kill noch bekommen. Und hier war auch schon wieder einer. Die Waffe ist auch sehr gut, die der spielt. Die Bennett Mercy. Die geht auch gut ab, die Sturmvariante. Und jetzt kommen ja mit dem neuen DLC kommen ja 11 neue Waffen dazu. Zumindest sind bisher 11 neue Waffen bekannt, die im neuen DLC im September dann dazukommen. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt drauf, was da abgeht. Was da für coole Waffen dazukommen. Denn es gibt jetzt mittlerweile wirklich sehr viele Waffen und ich finde es ja immer cool, dass für jede Waffe gibt es ja verschiedene Varianten. Und dann gibt es dann für jeden Spieler halt eine Variante, die man dann verwenden kann oder mit der man dann eben Spaß haben kann. Hier hinten ist ein Sniper. Okay, den habe ich erwischt, schnell weggeklatscht. Der hätte mich eigentlich töten müssen, aber irgendwie hat er mich nicht bekommen. Habe ich mich schnell hinter diesem Fass versteckt. Und ja, ich find die Map ganz cool. Bei Vorherrschaft kommt natürlich immer drauf an, ob man ein gutes Team hat. Dann läuft es mal besser, mal schlechter. Aber die Map macht schon auf jeden Fall viel Spaß, weil man halt schön hier übers Holz gehen kann. Und sich auch mal draufstellen kann, dann drüber schießen kann und so. Oder man macht halt eben den Zaun weg, dann kann man auch mal von Weitem die Leute schon sehen und eben sich drauf vorbereiten. Und man geht hier einfach durch die Häuser durch, dann ist man schnell bei B drüben. Und durch die Häuser hat man halt auch die Deckung, das ist das Gute. Man ist da dann gut geschützt. Und man kann sehr schnell zwischen den Flaggen hin und her rennen, auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Da hinten sind auch immer welche, da müsst ihr immer aufpassen. Hier hinten, da stehen immer viele Sniper rum. Und deswegen gehe ich manchmal hier auf die Seite und schaue nach, ob da welche sind. Denn die stellen sich gerne mal hinter diese Mauer und schießen dann hoch zu den Häusern oder zu C. Da solltet ihr ab und zu mal schauen, ob da jemand ist. Ich habe auch gedacht, dass hier welche gerade waren, aber irgendwie sind da keine mehr. Zumindest waren vorher welche in der Runde, also vorher, bevor die Runde 100, über 100 Punkte hatten, da waren da welche, aber jetzt sind sie irgendwie weg. Sind sie irgendwie. Entweder wurden sie getötet oder sind abgehauen, ich weiß es nicht. Und viele sitzen auch hinter mir, ist ein großes Fass oder eben kein Fass, sondern halt so ein Wasserbehälter, ein großer Wasserbehälter. Und da sitzen sie auch oft drauf. Da könnt ihr mit der Leiter hochklettern. Ich denke, das werde ich euch gleich nochmal zeigen können, wenn ich in die Richtung laufe. Dann seht ihr das nochmal. Da kann man nämlich auch hochgehen. Und da sitzen auch viele Sniper, da müsst ihr auch immer drauf achten. Und hier drin im Haus sind natürlich auch öfter welche oben. Da stehen oben welche rum. Da ist auch noch einer. Den will ich natürlich erstmal die Schaufel reinklatschen, weil ich brauche nur noch zwei Kills, dann habe ich's. Und das ist auch immer natürlich ein Risiko, ne? Wenn man die Chance hat zu schießen, sollte man auch schießen und nicht hingehen, denn meistens geht sowas schief, zumindest bei mir immer. Man will dann meistens messern und dann geht's mal. Was macht denn der? Der haut erstmal den Zaun kaputt. Meistens geht es dann schief, wenn man dann messern will. Vor allem, wenn man auf so weite Distanz hinrennen muss. Aber ja, hier hat es gerade geklappt. Und die Schaufel ist nicht schlecht, also man muss zwar nah ran, aber die Schaufel ist schon ganz cool, weil man die so richtig schön in die Schulter reinklatscht. Und die Kills sind ja sowieso krass, also diese Nahkampfkills in Battlefield 1, die sind eh richtig brutal. Und ja, das geht schon ab mit der Schaufel. Das macht schon Spaß. Das wäre halt geil, wenn das noch so einen geilen Ton machen würde, so Dong irgendwie oder so. Das würde irgendwie cool sein, aber das würde dann, ja, das würde dann wieder zu albern sein, ne? Das passt dann nicht ganz zu dem Setting. Aber ich würde es ganz lustig finden, so. Zumindest halt so als Easter Egg, dass so alle 10 Kills oder mal so ein Dong kommt oder so. Das wäre schon ganz cool. So für einen Lacher wäre das ganz gut. Würde halt mir gefallen, weil ich halt so einen schwarzen Humor habe. Aber da haben wir auch schon die Medaille geschafft. Ich habe nämlich die Medaille gehabt, dass ich mit jeder Klasse 10 Minuten spielen muss. Und die habe ich jetzt auch geschafft. Das ist auch richtig gut. Jetzt kann ich gleich die nächste Medaille auswählen. Hier. Ne, genau, ich musste Vorherrschaft spielen, genau. Und hier jetzt mache ich die Medaille, wo ich 10 Minuten mit jeder Klasse spielen muss. Das ist auch richtig cool. Ich finde die Medaillen manchmal echt cool, also es kommt immer drauf an. Okay, den habe ich jetzt so getötet und habe das Messer bekommen, dieses kleine. Das geht auch natürlich, also es zählt ja, egal wie man den killt, zählt es ja trotzdem als Kill. Das passt ja dann. Und gerade sind die Medaillen ganz cool, also gerade finde ich die echt nicht schlecht. Aber es gab auch Situationen, wo ich die Medaillen einfach gar nicht gemacht habe, weil es einfach unnötig war, was man da machen musste. Und da hatte ich gar keinen Bock drauf. Zum Beispiel, wenn man dann so Medaillen hat, wo man die Ketten von Panzern zerstören muss und so, und da muss man sich voll drauf konzentrieren, dass man jetzt
Panzer abschießt und dass man auf Panzer losgeht. Und ich bin halt absolut kein Fahrzeugtyp. Also in Battlefield 3 und 4 habe ich schon öfter mal Fahrzeuge gespielt, aber hier in Battlefield 1 bin ich nicht so gut mit Fahrzeugen und da kann ich solche Medaillen eher vergessen. Also das werde ich, da würde ich mich halt dann, weiß ich, ewig abkotzen mit der Medaille. Deswegen mache ich solche dann meistens nicht. Aber sowas wie mit jeder Klasse 10 Minuten spielen oder mit der Klasse so viel Kills machen, mit der Klasse so viel Kills machen, das mache ich dann schon gerne. Aber ich freue mich natürlich drauf, wenn dann im September das System verändert wird. Zumindest hoffe ich, dass das Medaillensystem dann angepasst wird und dass es so ähnlich gemacht wird wie in Battlefield 3 und 4. Denn da konnte man ja jede Medaille machen. Das finde ich dann viel besser als eben jetzt dieses System, weil man halt einfach irgendwie dazu gezwungen wird, so zu spielen. Ne? Man möchte Medaillen machen, um schneller aufzusteigen. Sie haben ja dann die Medaillen auch verändert und haben sie angepasst und dann, ja, war das schon besser, aber trotzdem finde ich, sollte man die Medaillen einfach alle auf einmal machen können und dann kriegt man auch mehr XP. Sie haben jetzt die XP-Zahl von der Medaille zwar erhöht, aber ja, es wäre trotzdem besser, wenn man alle auf einmal machen kann, aber hoffen wir einfach, dass es dann mit dem September-DLC eben so geändert wird, dass man alle auf einmal machen kann. Und hier flog auf einmal alles, Feuer, Granate und dann hat er mich noch abgeschossen. Da hatte ich gar keine Chance mehr. Also selbst wenn er mich nicht getroffen hätte, wäre ich wahrscheinlich verbrannt. Und ja, wie gesagt, ich finde River Rose eine tolle Waffe. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, mal freischalten. Ist nicht schwer freizuschalten und dann damit mal spielen. Wie durch Zweibein auf jeden Fall ist eine vielseitig einsetzbare Waffe und die macht unglaublich viel Spaß. Man kann sie auch auf Distanz spielen, da muss man halt dann ein bisschen Feuerstöße abgeben, also kann nicht Vollgas gehen, weil dann wird sie ein bisschen ungenau. Aber trotzdem, es ist eine tolle Waffe und macht riesengroßen Spaß. Und ich werde damit auf jeden Fall noch einige Kills machen. Und für Aufträge für den Stummsoldat, wenn man Medaillen macht, dann ist die Waffe auf jeden Fall gut zu spielen. Jetzt auf großen Maps ist sie natürlich dann nicht mehr ganz so gut, weil sie auf Distanz natürlich an Präzision verliert. Aber so auf solchen Maps wie Vorherrschaft kann man die Waffe super spielen. Man kann sie auch eigentlich auf jeder Map gut einsetzen. Ihr seht es ja jetzt hier auf Distanz. Wenn man ein bisschen gut zielt, dann kann man auch die Leute schnell wegholen, weil sie guten Schaden austeilt. Auch aus der Hüfte kann man mit ihr mal schießen. Ist zwar nicht so präzise wie die anderen Waffen aus der Hüfte, aber ist trotzdem auch aus der Hüfte gut spielbar. Man muss dann natürlich dann immer wieder mal schauen, gegen wen man gerade spielt, gegen welche Waffe man spielt. Aber die ist auf jeden Fall sehr gut. Und ich habe damit riesengroßen Spaß. Ist wie gesagt vom Dejana Pass DLC. Und selbst wenn ihr jetzt ja zum Beispiel Premium ausprobiert mit den Premium Trials, die jetzt bald kommen, oder mit Premium Freunde, dann könnt ihr ja trotzdem alles Mögliche dort mal testen und euch anschauen. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr euch dann den DLC holt. Ich fand den Channel Pass richtig gut. Ich fand den wirklich super, weil die Maps eben so abwechslungsreich waren. Und auch die neue Nachtkarte finde ich, wie gesagt, toll. Die macht auch Riesenspaß. Und ja, man kann ja dann auch mit jeder Waffe auf jeder Map spielen. Das ist ja das Schöne. Man kann dann eben schauen, okay, auf der Map ist die Waffe besser, auf der Map ist die Waffe besser und so. Und dann kann man sich ja dann seine Waffen aussuchen und dann für die ein oder andere Map hat man dann eben verschiedene Waffen zum Einsetzen und kann dann damit eben seinen Spielstil, eben den man hat, dann am besten so spielen, wie man möchte. Und je mehr Waffen man zur Auswahl hat, umso besser kann man sich auch an das Geschehen anpassen, ne? Das ist natürlich dann auch gut. Und auch wenn ich mir natürlich gewünscht hätte, dass es alles kostenlos gibt, zumindest die Maps, ist es halt jetzt noch so bei Battlefield 1, dass es Premium gibt. Ich finde es auf jeden Fall trotzdem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber ich würde mir natürlich wünschen, wenn es in Zukunft nicht mehr da ist. Und es wird auch so sein. Wir waren jetzt auch der beste Squad und damit komme ich auch zum Ende vom Video. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich finde die Waffe, wie gesagt, super. Holt sie euch auch mal, könnt mir schreiben, ob ihr sie schon habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst mir ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Bis bald, euer Monster.